Stellen Sie sich vor, diese Schlange würde sich in Ihrem Hinterhof befinden. Für ein Paar aus Florida wurde dieses erschreckende Szenario zur Realität. Da sie das Tier nicht eigenständig entfernen konnten, riefen sie zwei lokale Reptilexperten zur Hilfe. Red und Taylor Stanberry dachten bei dem Anruf, sie hätten es mit einer gewöhnlichen Python zu tun. Pythons sind in Florida nämlich weit verbreitet und werden inzwischen sogar als eine Plage eingestuft. Nach ihrer Ankunft mussten sie feststellen, dass es sich um eine 24 Kilogramm schwere Boa handelt mit einer Länge von 2,90 Meter. Das Besondere, bei diesem Exemplar handelt es sich um einen Albino. Eine Boa Constrictor in Florida zu sichten, ist ungewöhnlich. Ihr natürlicher Lebensraum befindet sich hauptsächlich in Südamerika. Red und Taylor gehen bei diesem Tier davon aus, dass es nicht aus freier Wildbahn stammt, sondern dass die Schlange ausgesetzt wurde oder ihrem Besitzer entkommen sein muss. Die Spezies ist nicht giftig, stellt aber aufgrund ihrer Größe und Kraft eine Gefahr für Menschen dar.